Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der neuen Nike Huarache Adapt Sneakers. Das Paket war heute in der Post und jetzt öffnen wir das mal. So, das ist sie. Die Packung. Und die Schuhe gibt es in Größe 45. Hier gibt es erstmal eine Erklärung. Hier sind die Schuhe einzuschalten. Wie kann ich sie laden? Also erst App runterladen. Dann hier an der Seite einschalten, Festigkeit erhöhen und erniedrigen und zum Laden auf die Ladestation stellen. USB-Steckdosenadapter und ein USB-C zu USB-Kabel. Das war's. Rainbow Papier. Eins. Schuh Nummer zwei. Hier unten ist die Beschreibung und das Ladepad. Ich habe jetzt das Modell in Schwarz-Weiß. Es gibt ja auch noch das Modell in Gelb. Letztlich ist es ja alles eine Neuauflage des Schuhs von 1991. So, und hier diese dünnen Kordel ziehen sich dann fest und man braucht seine Schuhe nicht mehr selbst zu binden, was ich gleich mal teste. Und die Frage ist, ob die Siri-Integration funktioniert, sodass ich einfach meinem Handy mitteilen kann, es soll meine Schuhe binden. Und das funktioniert. Also vom ersten Eindruck her würde ich sagen, super wertig verarbeitet. Kann man aber auch erwarten für 350 Euro. Ansonsten sind die Schuhe gar nicht mehr so schwer. Also ich hatte erwartet, dass sie viel, viel schwerer sind aufgrund der Batterie. Hier sind die beiden Tasten. Plus und Minus zur Stärkenverstellung und um den Schuh anzuschalten. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, er schnürt sich jetzt nicht fest. Ohne Fuß drin. Okay, er scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Wollen wir ihn im zweiten probieren? Okay, gut. So, dann probiere ich die Schuhe jetzt mal an und lade mir die App runter und schau mal, ob es funktioniert. Zu der App. Wenn ihr den QRS-Code scannt, kommt ihr auf diese Seite. Da wird nochmal erklärt, was der Schuh alles kann und was man da überhaupt gekauft hat. Genau. Dass die Apple Watch auch die Funktion übernimmt und wie das Laden geht, induktives Laden über diese Platte. Genau, so. Das heißt, ich lade diese App jetzt mal runter.
So, der Schuh der Zukunft. So, hier gibt es jetzt ein schönes Video über alle Adept-Modelle. Ich kann die Farben der Lichter an der Seite selbst einstellen. Genau. Also, los geht's. So, mit dem Nike-Konto verbinden. Also, halte zum Anschalten für jeden Schuh eine Taste gedrückt. Angeschaltet haben wir die Schuhe ja gerade. Das heißt, die sind jetzt immer noch an und ich kann jetzt hier schon die Stärke verstellen. So, jetzt halte ich mein Smartphone hier in die Nähe und es sollte ja eigentlich verbinden. Das ist auch schon der erste. So, hier scheint der. Was ist das? Der linke Schuh verbunden zu sein. Jetzt drücke ich mal eins der Lichter. Wow. Scheint zu funktionieren. So, ich habe es fast geschafft. Ich hoffe, der rechte connectet sich auch noch. Komm schon. Los. Aha, funktioniert. Koppeln. Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder eine Taste drücken. Und gekoppelt. Exzellent. Gut, meine Schuhe sind ready. Okay, gut, also. Huarache, das ist mein Schuh. Zieh deine Schuhe an, um die perfekte Passform zu erlangen, wahrscheinlich. Ich trage keine orthopädischen Schuheinlagen. Gut, also das heißt, ich muss die Schuhe jetzt anziehen, damit die sich gut einstellen. So, jetzt habe ich die Schuhe angezogen. Blinkt gerade nichts. Starten. Krass. Oh Gott. Die zieht sich ganz schön fest so. Verschiebe das L, bis du die richtige Passform gefunden hast. Mache ich das mal. Also ich glaube, sie waren hier. Ja. Ein bisschen fester geht auf jeden Fall. Gut, machen wir weiter. Jetzt verschiebe das R, bis du die richtige Passform gefunden hast. Und mit dem ein bisschen lockerer. Hier hält der Schnürsenkel im Prinzip fast gar nichts mehr. Wenn ich sie richtig fest mache auf 90, wird mir der Fuß abgedrückt. Also gehen wir mal auf die 45, die ich beim L auch eingestellt habe. Das war eigentlich ganz, ganz gut. So, das ist jetzt der Bewegen-Modus. Ja, machen wir erstmal den Bewegen-Modus so. So, jetzt kommt der Lässig-Modus. Hier in den Einstellungen sieht man jetzt den Bewegen-Modus. Den kann ich mir hier einstellen und der Lässig-Modus ist jetzt voreingestellt auf 2020, aber das ist echt super locker. Also hier kann man das ganz einfach bewegen. Das ist im Prinzip, als hätte man die Schuhe nicht geschnürt. Und im Bewegen, ja, da sitzt es auf jeden Fall fester. Dann, was gibt es hier? Racer Blue, ah ja genau. Hier kann ich jetzt natürlich die Farben verstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier lila,
Pink und so weiter. 13 verschiedene Farben, glaube ich, waren es. Ich bin natürlich für Pink. Die lasse ich jetzt mal auf Pink. Anscheinend kann man auch beide nicht unterschiedlich verstellen, sondern nur entweder gemeinsam Pink oder gemeinsam Blau. So, hier der Batterieladezustand beider Schuhe und die Taste, um die Schuhe zu öffnen. Also ich habe mir jetzt nochmal andere Werte für Bewegen und lässig eingestellt. Muss nochmal so einen Tick verbessert. Genau, hier oben steht noch, welche Schuhe gerade verbunden sind. Hier kann ich auch noch weitere Schuhe hinzufügen, falls ich noch mehr von dieser Reihe habe. Und hier in den Einstellungen, hier gibt es Software-Update, Benachrichtigung, Support, Information und die Siri-Verknüpfung. Dann gehen wir mal rein. Ich kann jetzt Siri erzählen, binde meine Schuhe auf und dann macht es Siri, genauso wie meine Schuhe festziehen. Lockere meine Schuhe, prüfe meinen Akku und meine Lichter ändern. Das sind alles die vordefinierten Funktionen, die wir bei Siri integriert haben. Das können wir mal testen. Also fangen wir mit dem ersten an. Die Schuhe sind jetzt gebunden. Die binden sich immer sofort, wenn man einsteigt und losläuft. Binde meine Schuhe auf. Wow. So, jetzt bewege ich mich wieder und die Schuhe festigen sich natürlich jetzt wieder. Lockere meine Schuhe. Punkt Depp sagt, deine Schuhe wurden gelockert. Sehr gut. Und genauso geht es in die andere Richtung. Meine Schuhe festziehen. Punkt Depp sagt, deine Schuhe sind festgezogen. Ich kann sogar mit Siri diese Lichter hier außen ändern. Dann schaltet er immer zum nächsten vorhandenen Licht. Meine Lichter ändern. Erledigt. So, jetzt gelb. Und meine Lichter ändern. Erledigt. Was ist das? Auch hell gelb-grün. Meine Lichter ändern. Okay. Eins ins Grün. Meine Lichter ändern. Erledigt. Genau. Und so kann man es jetzt den ganzen Tag machen und alle 13 Lichter durchschalten. Prüfe meinen Akku. Punkt Depp sagt, die Batterielaufzeit deines linken Schuhs beträgt 40% und die deines rechten Schuhs 41%. Sehr gut. Also das sind jetzt diese Siri-Funktionen, die sind alle in der Kurzbefehle-App gespeichert. Wenn ich jetzt möchte, dass ich zum Beispiel binde meine Schuhe mit einem anderen Befehl eingeben kann, dann kann ich das hier oben auch einfach abändern, indem ich jetzt zum Beispiel eingebe, öffne meine, auch bitte klein, ein bisschen Rechtschreibung müssen wir schon beachten, öffne meine Schuhe, weil also binde meine Schuhe auf ist mir doch ein bisschen kompliziert. Ich habe ja keine Lust, da großartige Gespräche mit Siri zu führen. Also machen wir jetzt mal, öffne meine Schuhe. Deine Schuhe wurden So. entschnürt. Also selbst das funktioniert super. Dann kann man halt für jeden Befehl, den man umbenennen möchte, auch den Satz eingeben, den man gerne hätte. Und muss nicht die vordefinierten Sätze benutzen, die sie dort hinterlegt haben. Wer jetzt denkt, er kann über seine Apple Watch die Schuhe öffnen, hat falsch gedacht. Ich probiere das jetzt mal. Öffne meine Schuhe. Tut mir leid. Das kann ich auf deinem Gerät Apple Watch nicht tun. Ja, sehr schade, dass das da nicht integriert ist. Aber gut. Ich kann halt auf der Apple Watch mit der Adapt-App die Stärke der Bindung meines linken und rechten Fußes verstellen. Aber das war es auch schon. Also. Mehr geht nicht. Also ansonsten muss man ja sagen, ist die App echt toll gemacht. Super übersichtlich. Man kann es hier alles
noch einstellen. Ich habe mir jetzt hier noch eine personalisierte Einstellung gemacht mit 70% Festigkeit. Also da kann man noch viel mit rumspielen, auch mit der Farbe. Jetzt hatte ich ja grün eingestellt. Genau, und das kann man jetzt hier so durchklicken. Und genau, jetzt hat man gesehen, ich habe es jetzt bestimmt 10, 15 Mal, hat die Bindung ausgelöst. Jetzt sind ungefähr 7-8% des Akkus weg. Ich die wahrscheinlich einmal die Woche auf diese Plattform stelle, sollte das ausreichen. Kann ich hier natürlich noch die Software-Updates überprüfen. Die sind jetzt auf dem neuesten Stand. FAQs, wie koppele ich meine Schuhe, wie personalisiere ich die? Und ein direkter Link, um Nike anzurufen. Dann teste ich jetzt noch die Ladeplattform. Das ist der Charger 1.0. So sieht er aus. Da sind die beiden Kreise, um dort die Schuhe zu platzieren. So, jetzt stelle ich die Schuhe mal drauf und mal gucken, was passiert. Die Seiten beginnen an zu blinken. Genau, das scheint jetzt so lange zu blinken, bis der Schuh geladen ist. Auf beiden Seiten passiert das. Und damit gibt damit die Bestätigung, dass der Schuh sich auflädt. Also, das war's. Man hat total das Gefühl, dass es eigentlich weniger eine Spielerei ist, als wirklich eine ernst gemeinte Methode, seine Schuhe zu befestigen. Und das finde ich mega cool. Die App ist ja auch richtig professionell und gut programmiert, sodass man da auch wirklich das Gefühl hat, man kann das alles personalisieren. Man kann hier alles so einstellen, wie man das gerne möchte. Auch mit der Ladestandsanzeige finde ich super, dass das hier so drin ist. Und jetzt neu mit dieser Siri-Integration ist natürlich super cool. Was perfekt wäre, wenn die Integration auch für die Apple Watch da wäre, damit ich jetzt nicht unbedingt mein Handy rausholen muss, sondern direkt vom Handgelenk aus meine Schuhe binden kann. Das wäre natürlich mega krass einfach. Und ja, aber gut, das ist jetzt auch, glaube ich, kein großer Aufwand. Das kann man theoretisch auch mit der Software einfach nachreichen. Also ich denke, gegebenenfalls kann Nike da noch was rausholen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.